Hey Leute, Herbst und Winter, das sind traditionell die stärkeren Skatmonate und das sehen wir auch beim Rocket. Die Teilnehmerzahlen gehen wieder nach oben, sei es jahreszeitbedingt oder sei es, weil jeder jetzt doch noch seinen Anteil am großen Jahresjackpot spielen möchte oder zumindest um die Chance kämpfen. Ich habe es tatsächlich in der letzten Woche in einem harten Fight wieder geschafft, erst am Sonntag mich für die nächste Monatsmission zu qualifizieren. Nach der Schlappe beim letzten Mal will ich da noch mal angreifen. Und das bedeutet, ich verspreche euch hoch und heilig, diese Woche spiele ich nur diese eine Serie. Ja, um euch dieses Video zu präsentieren, um hier ein bisschen noch mit reinzuschnuppern. Aber ich werde nicht alles auf die 12 bewegen. Ich werde mich ein wenig disziplinierter verhalten, als es hier wohl der Durchschnittsspieler tut. Denn das ist natürlich auch versprochen. Es wird hier gereizt wie im Wilden Westen. So ist es nun mal, wenn es um die ganz großen Kohlen geht. Ja, wir sehen hier einen Grang, der nach den verteilten Jungs schon ein wenig langweilig geworden ist. Dann hat mein Partner mir hier die Herz 10 blank gespielt. Ich habe im ersten Stich die Pik 10 direkt zugelegt, weil Spieler 3 auch lange überlegt hat mit dem Pik Ass. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das blank ist. Ja, nun muss die Herz 10 hier ihren Weg in den Stapel des Alleinspielers gehen und damit sind wir nur gerade raus. Jetzt habe ich hier aber schon eine interessante Karte. Interessant wäre vielleicht nur, was mache ich denn, wenn ich für 24 nicht rankomme? Zwei blanke Zehner, sechs Trumpf in Kreuz und Ass 10. Das Spiel möchte ich natürlich haben. Und ich glaube, ich wäre auch bereit, hier noch zur Not auf den Grang zu gehen, auch wenn das natürlich Risiko ist. So ist es viel schöner. Ich komme für 20 ran. Hab mit dem Pik König noch eine Verstärkungskarte gefunden. 20 jetzt im Keller und spiele diesen Kreuz. Herz König direkt stechen, nicht verraten. Sicher Karo Dame Abwurf auch eine Möglichkeit. Dann ist aber die Karte verraten. Es fallen mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch noch ein Voller im Herz. Gut, Spieler 3 kann auch unterm Ass gespielt haben. Aber so maskiere ich erstmal ein bisschen, dass ich die Karo Dame blank im Blatt habe. Herz Ass kann auch noch nicht rausgenommen werden. Ich kann erstmal gucken, wie die Trümpfe stehen. Das sieht doch harmlos aus, dass jetzt der Einschub in Pik kommt. Das lässt mich auch erwarten, dass Trumpf glatt steht. So ist es auch. Und jetzt stehen die Gegner hier erst auf 23. Das ist meine Chance, noch den Schneider anzupeilen, wenn denn erstens hier nicht der Pik König gestochen wird. Wird er nicht. Also der letzte Trumpf wohl bei Spieler 3. Und zweitens, wenn jetzt eben die Karo Dame geschliffen wird, wie man im Sächsischen sagt, habe ich gelernt, nicht geschnippelt, sondern geschliffen. Hier jetzt die Überraschung, das Karo Ass ist bei Spieler 3 und der hätte natürlich, wo er die 6 Trümpfe schon kennt, die kann er an sich kennen, weil Pik König nicht von seinem Partner gestochen wird, wo er Pik Ass 10 König in der Beikarte kennt, es war das Blatt für ihn, also wenn dann für ihn schon zu lesen. Trotzdem hat er hier nochmal auf die Karo 10 Jagd gemacht und damit mir den Schneider ermöglicht. So, das geht ja gut los, das lässt sich gut an. Hier habe ich ein sehr schönes Spiel in Vorhand. Jetzt aber geht es wieder los. 22 werden mir geboten. Ja, es ist kein schlechter Herz-Hand. Es ist aber auch schon fast ein Grang. Was soll diese 22 bedeuten? Ja, ein seriöser Pik, vielleicht auch ein bisschen Hebel. Ich kann ja auch zur Not noch zum Kreuz finden. Also hier in diesem Format schau ich jetzt rein. Komm, wir schauen rein. Ah, das war natürlich typisch. Dann hätten wir es vielleicht doch besser nicht gemacht. Jetzt liegt nicht etwa der fünfte Trumpf in Kreuz, den wir hätten verarbeiten können. Es liegt der sechste Trumpf in Herz, den wir aber bei der Reizung nicht mehr spielen können oder zumindest Schneider spielen müssten. Gut, es ist immer noch ein schöner Grang. Zwei Bilder drücken. Das Einzige, was dann nicht passieren darf, ist, dass die Jungs zu dritt stehen. Dann könnte es sehr unangenehm werden, wenn die Jungs 2-1 stehen, dann ziehe ich gleich zwei Stück raus. Dann kann ein Herz voller gestochen werden, wenn dann Karo kommt, noch zwei, dreimal abschmeißen. Ich sollte das Spiel knapp gewinnen, aber wir sehen es hier schon. Leider hat Spieler 3 drei Buben und leider hat er kein Herz. Damit
bin ich jetzt einfach zu kurz. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch reguliert bekomme. Gegen diese Kartenverteilung mache ich einfach ein langes Gesicht. Jetzt ist es natürlich umso ärgerlicher, dass ich den Pik König noch im Keller habe. Die einzige Chance, hier noch ein bisschen Tempo zurückzugewinnen. Was ja auch gut möglich ist. Ja, jetzt hätte ich gerne den Pik König in der Hand gehabt, um wenigstens noch zu versuchen, hier was zu retten. Aber die Herz 10, ich muss sie sowieso anbieten. Tja, was ist jetzt? Ah, er hat nur noch, er wirft schon Kreuz König ab, er hat nur noch Pik und den letzten Buben. Ja, ich hätte jetzt auch noch hier Ass, Herz, König nochmal zwischenziehen können. Also nützt mir ja alles nichts, ich kriege nur noch, ich hätte dann vielleicht noch einen Stich extra bekommen, das wäre es aber auch gewesen. Also sang- und klanglos mit 36 Augen. Ja, Mensch, wieder zu ambitioniert losgetrommelt. Es wäre wohl doch das Herz-Hand hier das seriösere Spiel gewesen. So stehe ich jetzt erstmal im Keller. Aber werde wenigstens belohnt mit Anschlusskarten, sodass ich mich nicht langweilen muss. Hey, und dann den Kreuz Buben noch gefunden. Das ist ja wie damals, als die Welt noch völlig in Ordnung war. Damit habe ich natürlich einen Riesenrang mit Schneider und sogar Schwarzoptionen, wenn ich da in Pik den Stich nicht abgeben muss. Und das muss ich nicht. Wie schön, Pik kommt raus, wunschgemäß. Dann kann ich direkt die Karten zeigen, einmal stolz präsentieren, wie eine richtig schöne Karte aussieht. Und schon habe ich 120 Punkte eingefahren, bin also wieder im Geschäft. Ja, trotz alledem, auch wenn dann solche Riesen kommen, ist es immer ärgerlich, so ein verlorenes Spiel ist, kannst du auf die Distanz normalerweise nicht wieder reinholen. Aber es nützt ja auch nichts, auf so ein paar Spiele musst du dich eben manchmal entscheiden, und da ist dann eine Fehlentscheidung immer mal leicht möglich. Ja, Spieler 3 lässt es auch mal mit einem Gang sich gut gehen, wo erstmal die Buben kommen, erfreulicherweise für ihn sicher. Ja, wenn ihm auch die Zehner fehlen, die Asse scheint er zu haben. Damit ist das Spiel sicher für uns auch wieder in der Kategorie Schneider, sollten wir gut rauskommen. Mehr wird wohl nachher nicht möglich sein, nachdem die Buben jetzt verteilt waren. Also Spieler 2 und Spieler 3 gehen im Gleichschritt, haben mich jetzt beide knapp überholt. Hier kommt jetzt wieder ein Spiel, was ich doch mindestens bis 30 reizen werde, den Viertrümpfer Herz. Der ist natürlich im Trumpf nicht stark, aber in der Beikarte. Ass, 10 König, 2 Asse noch, da kann einiges, da kann ich einiges verarbeiten. So, fünfter Trumpf gefunden. Trumpfvolle fehlen zwar weiterhin, aber das Spiel sieht gut auch aus, auch gegen vier Trümpfe dürfte es kein Problem werden. Wenn jetzt die Buben verteilt sind, wovon ich ausgehe, und nicht Karo gestochen wird, dann könnte es sogar mit Schneider klappen. Aber das wäre natürlich auch etwas zu viel verlangt gewesen. Karo, die 27er Reizung, steht zu dritt bei Spieler 2, wird gestochen. Dadurch klettern die Gegner lässig aus dem Schneider, und jetzt habe ich schon wieder Rest. Also auch ein Spiel, was einfach nur von vorne bis hinten durchgespielt werden wollte, ohne große Spannung und Schockmomente. Ja, was haben wir denn hier? Die Karte ist ja da. Es sind ja viele reizbare Blätter, gute Ansätze schon, teilweise schon fertige Spiele. Herz ohne Dreien sehe ich hier. Aber Mittelhand hat auch die Hand voll oder jetzt keine Lust mehr, das Spiel noch abzugeben. Auch der muss bei Spiel 7 vielleicht langsam mal angreifen. Ja, was machen wir? Bleiben wir seriös bei 40 oder treiben wir es auf die Spitze? Man kann natürlich auch Herz-Hand reizen. Habe ich schon drüber nachgedacht. Gerne lasse ich es nicht laufen. Allerdings, ich habe es schon einmal versucht gegen Spieler 3. Ich habe schon mein Beatspiel eingesammelt. Dann will ich immer auch ein Stück weit so fair bleiben und sagen, jetzt versuch du dein Glück. Ich habe meine Karte ausgereizt.
Und wenn du tatsächlich die 3 oberen Buben hast, dann sind meine Chancen auch bescheiden. Also spiele er bitte. Das ist eine lange Überlegungszeit. Und dann kommt doch ein Grang raus. Ist der solide oder ist der frivol verwegen? Auf jeden Fall der Aufschlag jetzt bei meiner Reizung erstmal nicht so schön für mich. Klar, ich komme erstmal mit dem Ass dran, 15, aber ich weiß sehr wenig über die Karte und das Nachspiel ist jetzt, ja, ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Alles kann richtig sein, alles kann falsch sein. Gut, Pik Lusche ziehe ich nicht ernsthaft in Betracht. Auch aus Karo, Ass, König, Dame öffne ich sehr ungern. Aber jetzt das Herz Ass bringen oder doch die Lusche oder sogar einen Bubeneinschub. Nein, Bubeneinschub, das tue ich auch nicht. Ich könnte ja ein Kreuz noch mal stechen und es kann ja auch ein schwacher Gang mit nur 2 Buben sein. Also, ich entscheide mich. Ich möchte das Spiel wieder in die Mitte bringen aufgrund der Kreuzkürze. Und spiele deswegen Herz unter durch. Und nein, da, das ist natürlich genau das, was ich befürchtet habe. Dieser Stich, der begünstigt natürlich nur den Alleinspieler. Herz 10 vermutlich gedrückt und mit der Dame macht er den Stich. Hätte ich also doch von oben ziehen sollen und dann ist es ein Springergrang. Ja, 3 Asse habe ich und der Alleinspieler hat nur 2 Buben. Muss er ja zwangsläufig jetzt wenigstens 3, 4 Piken in der Hand haben, 20 im Keller vermutlich irgendwie so, wollte nur seine 4 Luschen günstig loswerden. Von daher bin ich mir schon ziemlich sicher, dass Karo 10 gedrückt ist. Schlicht nach diesem Spielverlauf, was nützt es? Da gehe ich mal aufs Ganze und ich teste auch hier erstmal, ob mich Spieler 3 vielleicht bluffen wollte, ob er die Herz 10 doch noch hat, aber nein, mein Partner Spieler 2 hat die Herz 10 einfach bestellt in der Hand. Und hat es nicht geschafft, bei der 40er Reizung auf meine Lusche mit der 10 drauf zu gehen. Das heißt, Spieler 3, blanke Herz Dame in Blatt, der muss ja völlig verzweifelt gewesen sein. Kann ja an sich nur dann Karo 10 gedrückt sein und noch ein Bild in Kreuz oder die Kreuz 10 noch dazu. Das haben wir ihm jetzt natürlich ganz, ganz leicht gemacht. Und wenn Spieler 2 dann mit der Herz 10 rauf geht, dann die Herz Dame bekommt, dann kann er ja auch noch Kreuz weiterspielen, wo ich mit dem Pik, wo ich hier hinten noch mit einem Buben sitze, erstmal vielleicht Pik abwerfen kann. Das wäre also, das hätte ganz anders ausgehen können. Ja, hätte, da sind wir wieder beim Skat. Ja, man kann schon sagen, vielleicht ein wenig abgereizter Gang von Spieler 3, der hier einfach mal testen wollte, ob in dieser Liste für ihn was geht. Und er hat ja alles richtig gemacht. Er hat das Spiel gewonnen. Fragen wir uns einfach nicht wie, wir haben es ja gesehen. Auch interessant, Grang wird gespielt bei 18. Ich habe 2 Buben dagegen. Ich habe einen Bildersalat. Der einzige volle ist Karo 10. Also die meisten Spieler legen jetzt die Karo Lusche. Ich bin ja aber nicht an vielen Situationen nicht wie die meisten Spieler. Wenn wir diesen Grang schlagen wollen, das ist eine typische Devise von mir, dann geht das häufig nur, wenn wir wirklich ungewöhnlich viele Punkte mal in einem Stich auch unterbringen, wenn wir nicht so im üblichen Modus spielen. Also was kann auch passieren? Ich lege Karo 9, der Alleinspieler muss vielleicht genau eine Lusche mitbedienen, weil er ein Bild und einen Vollen oder so gedrückt hat und danach sticht er dann Karo König 10. Also es gibt Argumente, ich hau hier gleich die Karo 10 rein. Schnapp, hat der Alleinspieler zugeschnappt, 23, bedrückt mich überhaupt nicht, macht mich nicht wuschig, ich stehe da zu dieser Entscheidung, denn ich glaube sowieso, dass das Spiel dann wohl schwer zu schlagen ist. Nun hätte ich mit der Karo Lusche eine schöne Rückspielkarte zu Spieler 3, nach dem Einstich Pik 10, wenn der nicht offenbar auch kurz in Karo wäre und hier schon anfängt, Karo abzutragen. Dann macht es wenig Sinn, jetzt die Karo Lusche weiterzuspielen. Da fallen höchstens ein paar Augen und der Alleinspieler kann günstig abwerfen. Dann lieber gucken, nächste Farbe öffnen, ob mein Partner in Hinterhand noch woanders etwas bestellen kann. Ja, sieht nicht so aus. Die Asse sind bei Spieler 2, ist ja auch logisch, sonst würde er diesen Gang nicht spielen mit nur 2 Buben. Aber ein paar Zehner bei meinem Partner lang zum Rauskommen und ja, wieder im Synchronschritt die beiden
Mitspieler von mir stehen beide auf 260, sind also vorne dran. Beziehungsweise nach jetzigem Stand muss ich löhnen, und das will ich mir natürlich nicht bieten lassen. Da bin ich doch auf jeden Fall bereit, mit drei Assen und einem Buben in Vorhand nochmal zu schauen. Naja, naja, es war der fünfte Trumpf drin, also kein Grund zur Beschwerde, allerdings eine Lusche. Ohne Trumpf volles, ohne die drei Alten, ja, die Beikarte sind natürlich drei Asse, aber Pik 10 fehlt auch noch. Ich behalte den König mal lieber im Blatt, kann sein, dass der am Ende auch seinen Stich macht, also er soll seinen Stich machen. Es kann in einem ungünstigen Verlauf natürlich auch sein, dass diese vier Augen mich am Ende umbringen oder ärgern. So, Trumpf scheint mir gut zu stehen. Es sind noch nur noch die beiden schwarzen Buben draußen. Ich glaube nicht, dass hier jemand mit den beiden Alten gepasst hätte. Und viele andere Möglichkeiten habe ich auch nicht. Da gehe ich jetzt auf Trumpf 1-1. So, perfekt. 29. Und jawohl, Pik 10 kommt blank. Da macht der Pik-König seinen Stich wie gewünscht und wie versprochen und hilft mir hier, dieses gar nicht so gute Spiel gegen eine optimale Verteilung Schneider zu spielen. So, meine Herren, jetzt bin ich wieder 30 Punkte vor. Und vor allen Dingen, ihr seht es hier, Spiel 10. Ja, über Materialversagen kann ich mich tatsächlich nicht beklagen in dieser Serie. Viele schöne Ansätze. Auch hier drei Asse, zwei Buben. Das ist in Rocket-Sprech selbstverständlich ein Grang, den ich da reize. So, Mittelhand steigt auch aus. Ich vermute nicht, dass er wirklich den Karo gereizt hat, auch wenn er hier auf 45 oder bei 46 schon passt. Ich denke mal, dass er damit nur ein wenig Verwirrung stiften will und an sich den Nullover gereizt hat. Sei es drum, da haben wir ihn doch. Kreuz, Bube gefunden, das war natürlich die Wunschkarte, die Traumkarte. Es geht doch beim Skat. So, nun wollte ich schon den Grang ganz sauber gedrückt so ansagen und dann hatte ich doch noch das Gefühl, nee, Moment mal gerade, 45, das könnte natürlich jetzt auch eine Pik-Hebe sein. Er könnte, ob er nun Karo oder Null Ouvert gereizt hat, er könnte auch gerade Pik-frei sein. Und wenn dann aus der Fünferlänge in Vorhand Pik-König, Dame oder sogar Schaf die 10 ausgespielt wird, er sticht rein, dann ist mein Pik-Ass flöten und damit mache ich dann die Tür auf, dieses Spiel doch zu verlieren. Lieber Pik-Lusche ins Blatt zurück und den Herz-König gedrückt. Damit sind die Schneiderchancen zwar ein wenig geringer, aber erstmal das Verlustrisiko wird eingedämmt. Jetzt kann dem Spiel nach meinem Dafürhalten kaum etwas passieren. Zeig dich. Da zeigt er sich. Es kommt tatsächlich Pik raus, aber es ist alles harmlos. Dann nehme ich die Pik 10 natürlich auch gerne mit. Hätte aber gar nicht krumm drücken brauchen, wäre auch gut beraten gewesen mit den Herz-König im Blatt. Gut, so wird's vermutlich nichts mit dem Schneider. Weiß man immer nicht, ich spiele jetzt einfach Pik raus, vielleicht wird ja auch so gewimmelt, dass es für mich günstig ist, so Herz 10 zum Beispiel ist natürlich jetzt auch wieder ist keine ganz schlechte Karte für mich, aber Herz-König habe ich natürlich gerade im Keller. Also 14 Augen. Gut, wenn das was mit dem Schneider werden soll, muss ich Karo Ass natürlich erstmal stechen. Gut, Kreuz jetzt unter durch oder von oben. Naja, so oder so kommen sie mindestens auf 27. Also die Herzdame sollte dann keinen Stich mehr machen mit Wimmlung. Ich ziehe jetzt oben unten in der Hoffnung, dass sie vielleicht 2-2 stehen und ich dann tatsächlich keinen Stich auf Herz mehr abgebe. Da fliegt die Herzdame. Das ist gut. Kreuz steht zwar zu dritt, aber jetzt gibt es keinen Stich mehr in Herz ab. Wenn er rausnimmt, habe ich sie Schneider gespielt. Aber Spieler 3 hat aufgepasst. Der hat das auch erkannt und weiß, die Kreuzdame reicht nicht. Taucht also. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, und da seht ihr es, Spieler 2 ist nicht mehr so mit der Konzentration voll im Film. Der hat nicht aufgepasst. Eben legt er noch eine Dame auf den König. Legt er jetzt kein Bild mehr auf den König, hätte das Bild für 31 gelangt und er hat noch die Karo 10. Ja, Glück für mich, das war nochmal ein schöner Schnapper. 120, Gang mit drei Schneider, damit 200 Punkte Vorsprung, ein beruhigender Ausblick für die letzten beiden Spiele.
Jetzt bekomme ich hier noch mal so ein Ding ohne vier Buben zumindest mal. Karo ohne 5 wäre möglich. Ich sage auf jeden Fall 18. Ja, jetzt kriege ich 20 gereizt. Tja, gut, 460 liegen. Also ich sag's mal so, wenn ich hier auf dem Kriegspfad unterwegs gewesen wäre, also auch in dieser Woche richtig hohe Rocket-Ergebnisse hätte einfahren wollen, dann hätte ich das Spiel womöglich nicht abgegeben oder zumindest nicht so leicht. Aber bei 460 liegen mit nicht der Ambition in dieser Woche in die Wochenwertung zu spielen, kann ich es mir hier erlauben, seriös zu bleiben und zu sagen, gut, nutzt du deine Chance, versuch du es, ich habe kein wirklich gutes Spiel, ich bräuchte wieder eine sehr glückliche Findung. Es wird auch ein Grand gespielt und der sieht gut aus, nachdem das Kreuz Ass blank stand. Ist die Kreuzflotte etabliert, dazu noch die Herzen. Ja, kommen wir zum Punkt, kommen wir zur Sache. Raus, damals. Raus und weiter. Also Spieler 2, 102 Punkte hinter mir. Wenn der noch ein Spiel größer 54, größer gleich 54 bekommt, dann hat er mich doch noch am Haken. Also Sympathien für Spieler 3, der soll jetzt gerne dieses letzte Spiel machen. Das wäre in meinem Sinne und so kommt es auch. Damit bin ich wohl ziemlich sicher hier der Tischsieger. Tja, mehr wollte ich doch gar nicht. Herrlich. Das spielen wir bei 22 gehalten. Da spielen wir Pik aus. Und das war auch ein Treffer. 28 Augen. Na, was ist denn hier los? Wenn mein Partner zwei Buben hat, dann kann es jetzt aber wieder sehr kritisch werden. Ich habe ja von Spieler 3 schon einen sehr schlechten Gang gesehen. Nein, dieser ist besser. Die Karten werden gezeigt. Drei Buben, fünfmal Herz. Die Herz 10 steht blank und der Gang ist Schneider. Da haben wir das amtliche Endergebnis. Ich bin der Einzige, der 50 Cent in die Abreizkasse getan hat. Das wollen wir auch mal lobend erwähnen. Da bin ich nicht geizig. Die beiden anderen hatten das in dieser Serie nicht nötig. Beide spielen 3 zu 0. Beide spielen sehr solide, sind aber gegen den Bauernauflauf auf in meiner Hand jetzt nicht angekommen. Das muss man auch sagen. Ich habe einen Gang verloren, aber ich hatte zwei große Spiele, 220er Spiele. Damit konnte ich das in diesem Fall wieder ausgleichen.